Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem neuen gespendeten Mega-Opening. Ja, die heutige Sendung ist 16 Kilo schwer, beinhaltet einen Ordner und einen Haufen Comments und ist vom lieben Michael. Das Etikett musste ich diesmal gar nicht überschreiben, denn ich konnte es hier oben schön wegreißen. Und ich habe es schon vorher aufgemacht, weil das war so hier, so Panzertape. Ich habe es bei der ersten Aufnahme schon probiert, aber ich habe mich da sowas von abgemüht, hinter der Kamera das Ding aufzuschneiden, dass ich es jetzt einfach schon mal vorher aufgeschnitten habe. Ich würde sagen, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich hol den Ordner raus. Den Ordner schauen wir uns auf jeden Fall an. Vorher werde ich aber nochmal die Comments durchgucken, ob da irgendwas Interessantes dabei ist. Die ganzen Comments können wir durchgucken. Das sprengt einfach den zeitlichen Rahmen und die meisten interessiert es halt einfach nicht. Aber wenn interessante Comments dabei sind, keine Ahnung, Upstart oder irgendwie sowas in der Richtung, dann zeige ich euch das mal eben, ja. Und ja, wir sehen uns jetzt aber gleich und schauen uns den da drin befindlichen Ordner an. Bis gleich. So, das ist das gute Stück. Ich habe mal ein bisschen durch die Comments durchgeguckt. Nur ein ganz kleiner Teil, es ist über die Hälfte noch im Karton. Da waren halt so Sachen dabei, wie Senju die 10.000 Hände, zweimal Superpolymerisation oder auch einer des Roten Lotus, die auch mal ganz schön was wert war, warum auch immer, spielbar war sie nie. Und er hat gesagt, die Karten seien jetzt teilweise in einem wirklich schlechten Zustand, aber so wie ich den lieben Michael kenne, wird da doch einiges dabei sein, was besser ist, als ich jetzt hier vermute. Wir gucken uns mal an, was hier drin ist, was man davon brauchen kann, was vielleicht eher weniger und ja, auf geht's. Puh, erste Seite, wir haben, wow, Blue Eyes White Dragon in Secret Rare, und zwar nicht aus der Tinbox, sondern aus WPT, aber wie man sieht halt, ne, richtig im Eimer. Trotzdem, coole Karte. Die waren damals, bevor jetzt der Reprint bei uns kam, richtig teuer. Dann haben wir einen Austausch. Ja, der ist so hier oben angeditzt. Ich würde mal sagen, Plate, also Lightly Plate. Dann haben wir einen Blue Eyes Ultimate Dragon. Der sieht sogar recht gut aus noch. Ja, der hat auch hier einen riesen Knick drin. Und hier unten auch. Aber ist trotzdem eine coole Karte. Okay, hier Acid Trap Hole. Ups. So. Dann Schildstoß, Siegel der Alten. Oh, bitte lass die gut im Zustand sein. Ich liebe das Siegel der Alten. Das ist so eine schöne Karte. Und ja, sie ist wirklich in gutem Zustand. Ich schau mal noch kurz nach der zweiten. Ja. Auch die hier, extrem guter Zustand. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Und das freut mich schon wieder. Auch so Sachen wie Säbeltor, das ist eine Secret aus The Shining Darkness, kann das sein? Ich glaube schon. Das ist eine coole Karte. Schöne Secret. Auch die ist wirklich in einem absolut brauchbaren Zustand. Genau, Blockmann, auch eine coole Karte. Heldengeist natürlich, kennen wir alle aus DPK, was auch immer das war. Wie sieht es mit dem Austausch aus? Ja, der ist auf jeden Fall besser im Zustand als der erste. Ich würde sagen, der ist Newmint. Sehr schön. Ja, sowas freut mich. Soll ich sagen, freue mich immer vor allen Dingen eben die Spiele-Promos. Den gibt es ja auch noch in normalen Secret Rare aus der Yugi's Legendary Collection, glaube ich. Dann Blue Eyes White Dragon aus SKE mit dem LOB Artwork. Sehr häufig nicht so beliebt. Ich finde das Artwork aber ziemlich schön. Es gibt schlechtere. Meiner Meinung nach ist das schlechteste Blue Eyes Artwork ist meiner Meinung nach das aus dem Movie Pack. Das mag ich überhaupt nicht. Also ich finde halt einfach, dass es schlecht designt ist im Gegensatz zu den anderen. Hier aus Dark Beginning 1, also quasi eine tatsächliche Booster-Holo auch. Der Red Eyes Bee Dragon, auch in einem sehr guten Zustand. Ja, solche Sachen freuen mich immer. Solche kleinen alten Sachen, da kann man mir immer eine große Freude bereiten. Ultimative Vorhersehung, die wird es wahrscheinlich auch niemand sein, ist ja recht neu die Karte, genau aus dem Megapack 2016. Auch eine coole Sache, okay. Nochmal Heldengeist dreimal, Schatzkarte interessiert mich jetzt auch. Tut mir leid, wenn ich mir wirklich jede Karte hier einzeln so angucke, aber ich muss natürlich auch direkt gucken, was hier vielleicht für meine Sammlung wichtig ist. So, zu den Gold Rares hier. Rosenpaladin, eine Karte, die auch in Gold Rare extrem gut aussieht. Während wir jetzt hier die Gold Rares angucken, möchte ich mal kurz ein anderes Thema ansprechen. Ich werde das hier einfach mal langsam durchblättern. Ihr könnt es euch ja selbst angucken.
Und zwar dieser Paragraph 13, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das jetzt so, dass ab nächstem Jahr, soweit ich weiß, die Betreiber von Plattformen für Urheberrechtsverletzungen verantwortlich gemacht werden. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Lied habt, ein Video habt und das unterlegt ihr mit einem Lied, das eben urheberrechtlich geschützt ist, dann haftet YouTube dafür, zum Beispiel, ja. Das hat jetzt zur Folge gehabt, dass angekündigt wurde, dass alle YouTube-Kanäle, alle privaten YouTube-Kanäle hier in Europa, glaube ich, war es, gelöscht werden. Das heißt, es gibt kein Renderbrand mehr, es gibt keinen Creepfan mehr, wird mich nicht mehr geben. Das wird wohl, so wie es aussieht, wenn das Gesetz durchkommt, das ist noch nicht durch, gelöscht werden. Da es eben für YouTube sonst nicht mehr lukrativ wäre, dass sich YouTube sonst mit teilweise Hunderttausenden von Klagen täglich beschäftigen müsste oder eben täglich 100.000 Klagen an den Hals geworfen bekommen würde. So habe ich das verstanden. Es kann auch sein, dass ich was missverstanden habe, gar keine Frage. Ja, ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Wenn das wirklich der Fall ist, das ist meiner Meinung nach eine Zensur, das ist meiner Meinung nach Einschränkung unserer Freiheit. Ich persönlich habe da eine Petition unterschrieben, ich werde die auch in der Videobeschreibung verlinken, dagegen Petition, ob die was bringen oder nicht. Meistens bringen sie nichts, aber ich finde, wir haben eine Stimme und die können wir abgeben und man sollte das nicht schweigend hinnehmen. So, das hier ist zum Beispiel eine Karte. Mega cool. Nummer 95, Galaxie Augen Dunkel Materie Drache. Sieht auch in Gold Rare gut aus, aber ich finde, in Ultra oder Ultimate Rare wäre diese Karte wesentlich schöner gewesen. Einfach da der Gold Rare Effekt, wie weit muss ich es denn weghalten? So, da der Gold Rare Effekt einfach sowas von geil ist, ja, für diese Karte. Ich meine, guckt euch mal das Artwork an, wie düster dieser Drache ist. Ja, das könnte tatsächlich einer meiner Lieblingsdrachen werden, wenn es eine andere Rarität hätte. Genau, hier unten nochmal ein Skull Knight, einfach mal so random entkommen. Gods, auch cool, die Fallenstellerin, auch nice. Genau, Graffer von den Dark Worlds, finde ich auch übercool. Hier vielleicht noch erwähnenswert, der fünfköpfige Drache und Naturia Beast. Ja, auch in einem schönen, gibt es auch aus Dual Terminal, das hier, nee, nicht aus Dual Terminal, in Gold Ghost. Amadis, Formel Synchron, das sind alles so Karten, die mal eine gewisse Beliebtheit hatten, sage ich jetzt mal. Oder hier, Laval-Waldkette, die war mal aus einem Hidden Arsenal in Secret Rare zu haben. War einiges wert, auch in Gold ging sie mal den einen oder anderen Euro. Das ist eine schöne Karte auf jeden Fall. Mein Körper als Schutzschild, sogar als Kamen eine recht beliebte Karte. Also wird sie wahrscheinlich hier auch ein bisschen was wert sein als Gold Rare. Das ist aus PGL 2, die gibt es auch in einem alten Gold Rare, glaube ich. Da sieht sie natürlich noch schöner aus. Der große Magiebuchturm. Genau, Feindkontrolle, törichtes Begräbnis. Hier Ring of Destruction finde ich auch immer cool. Austausch des Geistes. Also es gibt schon so ein paar Gold Rares, die halt wirklich nice sind. Das sind halt dann vor allen Dingen so ältere Karten. Dann haben wir hier ein Destiny Board. Ja gut, die ist halt wirklich played. Wobei, das für mich ist nicht der Weltuntergang. Ich habe ja schon, ich glaube, 2 oder 3 Destiny Boards in Ultra im Tauschbinder. Habe meine eigenen 9 mittlerweile, ich bin ja auf 9 runtergegangen, schon zusammen. Die kommt halt auch in den Threadbinder dann. Sehr schön. Swinken Ultis, wie ich sehe. Mega fett. Dark World Ultis, ich liebe. Wann habe ich das letzte Mal Dark World Ultis bekommen? Jetzt mal ohne Witz, das ist schon so lange her. Großer Kern, leider played. Schade, schade. Die Bros da oben, die sehen auch relativ destroyed aus. Aber die Bronze, die sehen aus, als könnte man sie noch gebrauchen. Ja, ja, die... Klar, die haben alle so ein paar kleine Macken, minimale, aber auf jeden Fall für die private Sammlung, würde ich sagen. Geil. Ich muss mal gucken, was die Bronze mittlerweile wert sind, weil, also, es sind tatsächlich die Dark World Ultis, die ich am wenigsten häufig sehe, ja. Ich sag nicht, dass sie am seltensten sind, aber man sieht sie wirklich selten. Ja, es ist, also, wenn man sich Tauschbeine oder so durchguckt, da sind halt entweder moderne Ultis drin oder halt so Sachen wie zum Beispiel hier großer Kern. Oder auch Heldenorden, der halt auch relativ destroyed ist, aber Dark World Ultis findet man tatsächlich kaum noch. So, dann haben wir, oh, da müssen wir uns ein bisschen was durchgucken. Dark Magician aus PCY. Und der ist halt wirklich Nearminder. Geil. Richtig nice. Dann haben wir den Alpha Magnetkrieger. Auch der ist in einem guten Zustand. Beta-Magnetkrieger? Alter, wie fett das ist. Ne?
der Gamma auch. Mal schauen. So, die sind offensichtlich alle. Okay, der hat hier einen kleinen Kratzer, aber minimal. Nice. Ja, also das ist so, das ist hier eine Seite, die gefällt mir. Okay, Valkyrion ist jetzt ein bisschen abgeranzt. Ja, gut, kann man überleben. Ich glaube, Valkyrions gibt es keine, die teuer sind, außer der eine aus dem Retro-Pack. Alle anderen sind so richtige Sendartikel oder wenige Euro. Dann Aufziehkaninchen, auch mega nice. Ich muss sagen, von den Aufziehsachen ist das Aufziehkaninchen tatsächlich eins der schönsten Karten. Wobei ich alle Aufziehkarten eigentlich auf eine gewisse Art und Weise cool finde. Harmon, Lord of the Striking Thunder. Nice. Auch Nirmint. Das sind so Sachen, die freuen mich halt einfach, ne? So in Secret Rare sieht halt einfach mega nice aus, ne? Ulti-Secret und in Ultra natürlich auch, aber Secret hat halt bei den Heiligen Ungeheuern einfach einen besonderen Flair für mich, weil, ja, das waren damals, als sie rauskamen, meine absoluten Lieblingskarten. Und ich finde sie auch wirklich cooler als die Originalgötter. Ich meine, seht euch mal Harmon an, ja, der sieht um so vieles böser und mystischer aus als Ra. Wobei Ra natürlich ägyptischer aussieht, das muss man schon sagen, aber trotzdem. Harmon hat einfach was unglaublich Morbides, finde ich, und das gefällt mir. Dann haben wir den totalen Abwehr-Shogun. Ja, das ist auch, ich weiß nicht, mal gucken, wie oft ich den habe. Ich habe den ab, also bisher nur in der Vorsortierung. Müsste ich jetzt einmal gucken. Sehr schön. Da oben geht's gleich weiter. Horus der Schwarzflammendrache Level 8. Da habe ich ein paar in der Vorsortierung, ein paar habe ich schon im Ding drin, im in den Toploadern. Der Schöpfer. Auch eine coole Karte. In Ultimate ist er natürlich auch cool, aber hier als Elemental Energy Promo. Sehr schön. Ja, dann haben wir ein paar Necros. Ich glaube, ein paar von denen sind sogar, oder einer von denen war es, glaube ich, war sogar ein bisschen was wert. Ich finde ja den hier richtig cool von Einhorn, einfach weil er auch gut mit dem Hintergrund harmoniert. Den finde ich ganz cool. Entscheidungspanzer, da haben wir ihn ja sogar. Entscheidungspanzer, wo ich ihn gerade anspreche. Entscheidungspanzer finde ich auch recht cool. Ja, diese übertriebene Bewaffnung einfach und im verhältnismäßig dieses kleine Monster. Das ist einfach so witzig, ne? Oh, Drachenseelenschwert. Das ist auch eine coole Karte. Nice. Ui, Imperial Order, aber die ist schon ein bisschen destroyed, ne? Ja. Ist kaputt. Und was ist denn das für eine Karte? Kenne ich ja gar nicht. Gaias Schirmherrschaft. Ach, schade, dass die kaputt ist. Die Karte ist ja mal mega geil. Aber der Secret Rare Effekt ist halt wirklich fast null, ne? Sieht aus fast wie eine Kamen mit Secret Rare Schrift, aber man erkennt hier auf dem Monster die Streifen. Aber halt nur ganz schwach. Schade, dass die Karte kaputt ist, Mann. Ohne Witz. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht. Ich kenne die zumindest nicht. Vielleicht ist sie irgendwann mal wo dabei gewesen. Ich kann bloß nicht daran erinnern. Okay, hier ist wirklich alles kaputt, wie ich sehe. Die sowieso, die in einem guten Zustand zu kriegen. Na, guck mal, der wieder aussieht da. Also die in einem wirklich guten Zustand zu bekommen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Wie lange das gebraucht hat, bis ich meine neun Stück hier in Nirmint hatte. Hier oben haben wir sogar aus LOB ein... Warte mal, wie sieht denn der aus? Oh, das ist, glaube ich, der, wo am besten noch aussieht von den ganzen. Genau, der ist LOB ist halt auch wirklich boom. Richtig im Eimer, ne? Hier unten haben wir einen dunklen Staubgeist aus der Hobby League. Den habe ich auch schon ein paar Mal, aber noch nicht so oft. Deswegen finde ich es cool, dass er hier drin ist. Und er ist sogar in einem halbwegs guten Zustand. Und hier oben haben wir gleich nochmal zwei. Sehr schön. Die sind da ein bisschen dicker, ne? Die gehen halt nicht so leicht kaputt, ne? Guildfords, klar. Vor denen kann man sich ja eh meistens kaum retten. Dann ein Aufziehkätzchen. Witzigerweise war das die erste Ultimate, die ich nach meinem Einstieg selbst gezogen habe. Aus einem Random Booster vom Müllermarkt. Mein Gott, dachte ich damals, was die wert ist. War sie nicht. Dann haben wir einen rotäugigen Zombie-Drachen. Auch der ist, okay, er ist natürlich nicht mehr Nirmint. Ich würde sagen, er ist lightly played, aber von vorne hat er noch, also er ist auf jeden Fall noch sammelbar für Privatsammler, die da nicht so viel drauf geben, sag ich mal. Dunkle Todesfurcht aus LON, sehr schön. Dann Neodaedalus. Der ist hier unten angekratzt, aber sonst auch in einem recht guten Zustand. Sieht toll aus auf jeden Fall. Mega nice.
Hier, was haben wir denn da? Ich glaube, den habe ich auch schon meine 9-mal. Der Eindringling der Finsternis. Den muss ich auch mal nachgucken. Aus The Lost Millennium als Promo. Natürlich die Tiny, die große Sphinx. Wer hätte es gedacht? Das muss ja immer sein. Kartenauswerfer, auch eine Karte, die einem immer wieder begegnet. Dann, was haben wir denn hier? Ein Arsid Mord Dragon Rosso Assalto. Okay, das ist wohl eine spanische Karte. Auch gut. First Edition. Ja, ich kann kein Spanisch. Dann haben wir einen, oh Gott, Elementarheld Steam Healer. Den habe ich auch schon richtig, richtig oft. Muss mal gucken, ob ich den schon zu Genüge habe. Aber der ist wirklich auch in einem sehr, sehr guten Zustand. Das freut mich auf jeden Fall, die aufgegeben. Das sehe ich schon aus 3 Kilometer Entfernung, dass die im Eimer sind. Wobei der hier könnte noch... Ja, aber auch der ist schon angeditzt. Auch der ist schon angeditzt, ja. Aber die schwarzglänzenden Soldaten sind in einem guten Zustand. Das freut mich. Eisenkern von Korkimairo. Auch der ist in einem recht guten Zustand. Das war, glaube ich, eine... Entweder es war die Sneak-Promo oder es war die Special Edition-Promo von Raging Battle, glaube ich. Dann, geil. Seebecks Segen. Alter. Auch in einem guten Zustand. Was haben wir hier unten? Abrechnung von Anubis. Die Karten sind halt nicht in Hülle, ne? Aber richtig geil, ne? Die ist auch in einem sehr guten Zustand. Ist auch eine Limited Edition. Wiedergeburt aus LOB. Die ist ein bisschen bespielt, aber es geht eigentlich, ne? Also wenn man bedenkt, was man sonst so für LOB-Wiedergeburten kriegt. Also, geil, ne? Die lässt sich bestimmt noch gut verwerten. Nochmal ein Eisenkern. Dimensionsfusion, die habe ich auch schon. Die kriegt man in Oldschool-Sammlungen immer mal wieder aus Invasion of Chaos. War wohl eine der etwas häufigeren Ultra-Rares, in Anführungszeichen, und Überläufer. Und der ist auch in einem relativ guten Zustand, ne? Er ist halt hinten ein bisschen angefressen, aber nur ganz wenig. Karte würde ich auf jeden Fall noch als Excellent einstufen. Geil. Also, ich habe es mir schlechter vorgestellt. Er hat ja gesagt, der Michael, dass da sehr viele Karten in einem nicht so guten Zustand sind, aber es sind halt auch sehr viele wirklich was? Mystische Elfe First? Oh, guckt euch mal den Zustand an, Leute. Die kommt auf jeden Fall in meine Sammlung. First. Gar keine Frage. Richtig nice. Dann zwei Dark Magicians. Super Rare. Aus dem Yugi-Starter-Deck. Auch mega nice und was mich freut, ist übrigens ein sehr schöner Drache, der Alexandrie-Drache. Ich finde, es sollte auch mal wieder Vanillas als Holo geben. Ich glaube, der letzte war Mekrit der Avram oder so, aber das war ja die Promo. Richtig cool. Ich finde, der Drache ist richtig, richtig schön gemacht. Dann haben wir hier noch einen super flinken Mega-Hamster. Der ist natürlich in der 5Ds Collection schon drin. Aus Ancient Prophecy, oder wie das ausgesprochen. Oh, was haben wir denn hier? Wir haben hier die ganzen Teile vom Torwächter. Vielleicht sehen wir den hier auch noch irgendwo aus MAD. Haben wir hier First? Nein, First ist keiner von denen, aber die sehen wirklich alle gut aus vom Ding her, ne? Kuribo? Auch Kuribo kann man gar nicht meckern. Sieht auch extrem gut aus. Sehr schön. Echt schön. Kann man nichts sagen. Neoflamwell Garuda. Goblin Elite Angriffstrupp. Toon Goblin Angriffstrupp. Der ist, glaube ich, aus DL7 oder so. Kommst du her? Ja, genau. DL7. Ein Super Rare. Mega geil. Meine Güte. Ich bin auch gespannt, was mich in den Comments noch so erwartet. Da ist halt meistens wirklich ein bisschen was drin. So ein paar Schätzchen. Ein paar habe ich ja schon gefunden. So. Aber, oh, ich sehe da einen Knick. Ja, der ist im Eimer. Aber trotzdem cool. Halbschattenkrieger-Lady auch nice. Helios, die ursprüngliche Sonne. Das waren, glaube ich, das sind Spiele-Promos gewesen. Blade Edge oben. Panekros-Dingens. Gerfried der Eisenritter, sehr cool aus PSV. Ist auch eine sehr, sehr schöne, da gibt es ja auch eine coole Lore dazu. Wirklich cool.
Was haben wir hier noch Erwähnenswertes? Ein Cyber-Zwillingsdrache, der ist zwar nichts wert, soweit ich weiß, aber ich finde es immer wieder cool, in Sammlungen so Cyber-Zeug aus den alten Zeiten zu kriegen. Auch, nee, oder? Hier unten verräterische Schwerter, LOB First, Leute. Wieder eine First aus LOB. Geil, Alter. Und wieder, der Zustand ist eigentlich natürlich jetzt nicht Mint, aber er ist doch nah dran an mir Mint, ne? Also, aufgegeben aus Dark Beginning, auch eine schöne Booster-Holo. Toll. Galaxiekönigin, ja, die war ja im Anime die Mutter von diesem Sparrow oder wie er heißt, ne? Als Monster. Und den Sparrow, den gibt's auch als Monsterkarte. Ich weiß bloß nicht mehr, wie sie heißt. Das Food von Shockwave. Sieht aber echt geil aus. Sehr nice. Schwerer Sturm, bisschen kaputt. Ectoplasma, auch nice. Tribute Doomed. Geschäfte mit der finsteren Welt, das war mal eine Karte, die ging einiges. Ich glaube, die ging mal 4 oder 5 Euro. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt aussieht, muss ich mal gucken. Aber sehr cool. Die sehen auch alle recht gut aus, so wie ich es jetzt hier auf den ersten Blick sehe. Deswegen spare ich es mir jetzt mal, die anderen rauszunehmen. Richtig schön. Dann, okay, hier haben wir so ein paar Random-Karten. Graceful Charity, die Flöte, Schwarzglanzritual, auch eine coole Sache. Dreifacher Glutbeschleuniger. Was haben wir hier? Deck-Verwüstungsvirus, auf jeden Fall mal etwas, wo man nachgucken kann, könnte, wie auch immer. So, auch der ist in einem recht guten Zustand. Ja, aus Flaming Eternity, Erstauflage, sehr, sehr schön. Und nicht zu vergessen, ein Staubtornado. Staubtornado ist, finde ich, richtig cool, habe ich einige zur Abgabe momentan. Auch in einem recht guten Zustand, da kann man sich gar nicht beschweren. Okay, hier geht's jetzt los mit Rares, glaube ich. Die blätter ich jetzt hier einfach mal so durch. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas finden, was von Wert ist. Okay, 1000-eigiges Opfer finde ich natürlich cool, ne? Shadow Tamer, auch nice. Oder hier, Susa Soldier. Cyberdose. Okay, die ist aber auch kaputt. Mister, ne, Starboy, nicht Mister Starboy, sondern einfach nur Starboy. Da gab es ja dann diese Link-Variante davon jetzt in letzter Zeit. Ganz schön viele Rares. Wieder eine große Motte. Es waren halt noch Karten, Leute, ne? Alles oldschool. Richtig nice. Silver, sehr cool. Silver ist tatsächlich einer meiner Lieblings-Dark World-Karten. Aquamador. Spielmarkenfestival, auch eine coole Sache. Und genau. Okay, das scheint es gewesen zu sein mit dem Ordner. Vielen, 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 vielen Dank, lieber Michael. Damit hast du das Projekt wieder richtig gepusht. Es ist tatsächlich so, ich habe hier ein bisschen was zur Abgabe draus natürlich. Die Karten, die jetzt nicht in so einem guten Zustand sind. Es gibt auch einiges, was ich in die Sammlung integrieren kann. Also auf so viele Arten und Weisen wurde mir dadurch mal wieder geholfen. Nicht zum ersten Mal von Michael. Wirklich coole Sache. Vielen, vielen Dank. Mega toll. Ich würde sagen, wir sehen uns dann zu einem nächsten Mega-Opening. Das wird dann wahrscheinlich wieder ein gekauftes sein. Und ja, ich würde sagen, bis dahin macht's gut. Haltet die Ohren steif und unterschreibt die Petition, die ihr in der Videobeschreibung findet. Vielleicht bringt's was, vielleicht nicht, aber es ist wichtig, dass ihr eure Stimme abgegeben habt.